Bravo. Der Tanz, Mesdames et Messieurs, der Tanz in Versailles war übrigens unbedingt der Bestandteil der höfischen Bälle, die nach jeder Oper und jedem Ballett zwingend stattfanden. Jedes höfische Paar präsentierte dabei seine Tanzkünste nicht nur dem König, sondern auch dem Hofstaat. Dabei spielte die Reihenfolge das Plié und das Laufen auf der Zehenspitze. Mehr ist es nicht. Meine Damen und Herren, wir bringen beide Elemente zusammen. Wir gehen gemeinsam ins Plié. Als nächstes kommt ein Schritt mit rechts. Wir gehen auf die Zehenspitze. Rechts geht nach vorne. Ich erlöse Sie sofort. Wir gehen wieder ins Plié. Jetzt beginnen wir mit links, meine Damen und Herren. Auf die linke Zehenspitze. Mesdames et Messieurs, wie schon erwähnt, waren wir nicht nur ein begnadeter Tänzer, sondern auch ein ambitionierter Baumeister. Über Geld haben wir uns dabei naturellement keine Gedanken gemacht. Das war viel zu profan für uns und außerdem die Sache unserer Minister. Irgendwoher kam das Geld immer, so war es unser Leben lang. Naturellement gab es Schulden, aber die Sorge darüber hat sich doch als gänzlich unerheblich erwiesen angesichts der grandiosen Dinge, die wir der Nachwelt hinterlassen haben. Neben der Neustadt, die Sie hier ja erblicken, solch prägnante Bauwerke wie die Neue Orangerie, die Grotte in den Friedrichsthaler Gärten, das heutige Mausoleum und im Übrigen unsere Grablege, den heutigen neuen Krug und voilà, die Favorite, das heutige neue Palais. Wir ließen die Favorite für unsere zweite Gemahlin Amalie von Solms Hohensolms errichten. Ach, Amalie, wir haben sie sehr geliebt. 7 Kinder schenkte sie uns. Unsere Liebe fand dann auch ihren Ausdruck in der Umbenennung der Favorite, die kurz nach ihrer Fertigstellung erfolgte. Aus unseren Namen Friedrich Amalie Adolf entstand der Name Frieda Madolfsburg. Leider hat sich dieser Name schließlich nicht durchgesetzt und so stehen wir heute vor dem neuen Palais. Nach unserem Ableben hätte unsere liebe Amalie traditionsgemäß auf das Schloss Brake ziehen müssen, auf den Witwensitz. Sie blieb jedoch mit 3 ihrer jüngsten Kinder hier, um weiter hier leben und wirtschaftlich unabhängig zu sein. Errichtete sie im Garten des Palais eine Landwirtschaft und gründete den neuen Krug, der bis heute fort besteht und in dem damals bis heute eine gut gehende Gastronomie untergebracht ist. Apropos Gastronomie, das Lustwandeln an der frischen Luft regt den Appetit an, oder? Folgen Sie mir nun auf die andere Seite des Palais und fühlen Sie sich eingeladen, sich dort zu erfrischen, uns zu stärken. On y va! Zu unserer Zeit war ja die Ananas noch etwas ganz Kostbares. Nur die Reichsten und Mächtigsten konnten sie auf ihren Tafeln finden. Dagegen fiel die Ernte unseres Palaisgartens angesichts des Detmolder Klimas etwas bescheiden aus. Und dass meine Amalie überhaupt in der Lage war, hier Obst und Gemüse anzubauen,
hatte sie auch unserer genialen Gartenkonzeption zu verdanken. Die war nämlich folgendermaßen gestaltet. Ursprünglich war der Garten ein repräsentativ französischer Barockgarten. Er bestand aus 4 Teilen, die sich auf verschiedenen Höhenebenen befanden und durch Treppen miteinander verbunden waren. Wenn wir heute so in den Park schauen, müssen wir zugeben, dass nachfolgende Generationen in Anlehnung an den zeitgenössischen Ton Änderungen an der ursprünglichen Parklandschaft vorgenommen haben. Also unser Stil ist das nicht. Aber dennoch ist der Park auch heute noch ein Ort zum Planieren, Lustwandeln, Tanzen, ja, und auch Verweilen geblieben. Wir laden Sie nun ein, sich selbst davon zu überzeugen, der Musik zu lauschen, diese einzelnen Stationen hier zu entdecken, sich am Buffet zu bedienen, es ist umsonst, wichtig für die Lippe, und bis zum Fanfarensignal der Atmosphäre sich hinzugeben. Merci beaucoup. Beaucoup de plaisir. Thank you.